Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die Neuinfektionen steigen, die Dunkelziffer dürfte sehr, sehr hoch sein. Gleichzeitig gehen jetzt zumindest mehr Leute wieder zum vierten Stich, zumindest in Wien. Wie geht es mit dieser Sommerwelle weiter? Sollte die Quarantäne abgeschafft werden, wie etwa der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sagt? Und was können wir im Herbst erwarten? Fragen, die ich heute Professor Norbert Nowotny stellen werde, dem bekannten Virologen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Daniel. Was erwarten Sie denn von dieser Sommerwelle? Wir haben jetzt die Woche davor ungefähr 7.000 Fälle gehabt, dann danach ungefähr 10.000 Fälle. Wird das jetzt so weitergehen? Ja, es wird so weitergehen. Die Zahlen werden auch weiter steigen in den nächsten Wochen. Es gibt mannigfaltige Gründe dafür. Nachlassende Immunität gegenüber SARS-Coronaviren in der Bevölkerung. Warum? Weil die dritte Impfung schon relativ lange zurückliegt oder aber Infektion mit einem anderen Subtyp auch schon längere Zeit zurückliegt. Dann und vor allem haben wir es mit BA5 und BA4, also zwei relativ neuen Subtypen zu tun oder unter Omikron-Untervarianten wäre der genaue Ausdruck. Und wir wissen, dass die noch ein bisschen ansteckender sind und sich noch etwas mehr unserem Immunsystem entziehen, sodass eben vorangegangene Impfungen bzw. Infektionen mit einem anderen Virusstamm nicht ausreichend lange schützen. Naja, was haben wir dann? Wir haben praktisch keine Maßnahmen mehr, außer in Wien, öffentlichen Verkehrsmitteln noch, FFP2-Maskenpflicht und im Gesundheitsbereich. Und da haltet sich auch schon nicht mehr die Mehrheit daran. So ist es. Wir haben Großveranstaltungen, wir haben eine intensive Reisetätigkeit, sodass wir da auch zu erwarten haben, dass Viren von außen reingetragen werden. Also das alles bedeutet natürlich, dass die Infektionen in der nächsten Zeit zunehmen werden. Die PCR-Positivitätsrate wird auch immer höher. Mhm. Aber es gibt auch was Gutes. Es handelt sich bei BA5 und BA4 um Omikron-Untervarianten. Also das Krankheitsbild ist normalerweise kein schweres. Ausnahme immungeschwächte Personen, alte Personen und solche mit Vorerkrankungen. Mhm. Oder solche mit Übergewicht, was, glaube ich, viele in Österreich nicht so recht wissen. Übergewicht ist einer der bekannten Risikofaktoren. Mhm. Mhm. Das heißt, Sie glauben, dass diese Infektionsstärke jetzt kein Problem in den Spitälern auslösen wird? Also noch nicht, aber wir sehen auch in den Spitälern, besonders auf den Normalstationen, schon vermehrt wieder Corona-Patienten. Aber es wird schon noch eine Weile dauern, bis wir in den Spitälern ein Problem bekommen. Wichtig wäre eben, und das ist eben diese berühmte Diskussion um die vierte Impfung, dass sich Risikogruppen, ältere Menschen, Immungeschwächte, Übergewichtige, jetzt tatsächlich eine vierte Impfung holen sollten. Mhm. Die Impfung ist zwar nach wie vor gegen den Wildtyp gerichtet und noch keine an Omikron angepasste Impfung. Trotzdem wissen wir, dass sie vor schweren Verläufen schützt. Und genau das brauchen wir, damit sich unsere Spitäler nicht füllen. Mhm. Sie werden ja den GECKO-Bericht auch gelesen haben. GECKO hat vergangene Woche für viele überraschend gesagt, es könnte bis zu 70.000 Neuinfektionen täglich geben am Höhepunkt der Welle. Und da gibt es unterschiedliche Szenarien. Es könnte bereits im August soweit sein. Es könnte aber auch, wenn eigenverantwortlich gegengesteuert würde und durch die Ferienzeit, das heißt geschlossene Schulen und gleichzeitig weniger Menschen im Büro, dass der Peak, der Höhepunkt erst im September würde. Und die sagen aber auch voraus, bis zu 4.000 Covid-Patienten auf den Normalstationen. Was würde das dann bedeuten?
Also wenn wir den Bericht, Sie haben das schon anklingen lassen, genau lesen, dann wird eigentlich sehr viel offen gelassen. Mhm. Ja? Also die Prognosen sind höchst unsicher und haben eine enorme Bandbreite. Mhm. Auch der Höhepunkt mit wird zwischen 35.000 und 70.000 Fällen pro Tag angenommen. Also es gibt ganz viele Unsicherheiten und wir wissen tatsächlich nicht, wann der Höhepunkt erreicht sein wird. Also es gibt da einfach noch wirklich viele Unsicherheitsfaktoren. Was jetzt wichtig ist, ist, dass sich eben jene Menschen, die Risikogruppen angehören, sich tatsächlich zum vierten Mal impfen lassen sollten. Mhm. Denn es soll ja dann letztlich bis zur Impfung mit einem angepassten Impfstoff sollten ja auch in etwa wieder 4 Monate vergehen. Und diese Impfstoffe werden wahrscheinlich, und das ist auch noch eine Unsicherheitsfrage, also irgendwann September, Oktober wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Und die sollten wir uns nach Möglichkeit ja alle holen. Aber wiederum vor allem die Risikopatienten. Und daher, also Impfung wäre, ich weiß, viele können das nicht mehr hören, aber die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf und schützt davor, dass die Spitäler überfüllt werden. Wir werden natürlich ein anderes Problem in den Spitälern und generell im öffentlichen Bereich, im Gesundheitsbereich, überall eigentlich haben, Krankenstände. Mhm. Weil wenn es viele Infektionen gibt, auch wenn sie leicht oder mittelschwer sind, naja, dann werden die Leute halt doch einige Tage in den Krankenstand gehen und das könnte dann zu Personalmangel führen. Mhm. Und gerade im Gesundheitsbereich, wenn doch mehr Fälle zu erwarten sind, ist das natürlich suboptimal. Mhm. Ich glaube, derzeit ist auch ein Problem in den Spitälern, von dem, was ich aus den Spitälern höre, dass natürlich auch berechtigt Spitalspersonal auf Urlaub gehen im Sommer und damit weniger Personal da ist. So ist es. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, viele werden in Krankenstand gehen müssen. Jetzt gibt es seitens der Politik eine Debatte über die Quarantäne. Der oberösterreichische Landeshauptmann der ÖVP, Thomas Stelzer, ist rausgegangen und hat gesagt, die Politik soll jetzt endlich die Quarantäne abschaffen. Wären Sie dafür? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ja. Im Prinzip müssen wir dorthin. Das ist keine Frage. Wir müssen langfristig oder auch mittelfristig wahrscheinlich SARS-Coronavirus-Infektionen wie eine Grippe behandeln. Und auch bei der Grippe ist es so, wenn ich mich krank fühle, dann werde ich zu Hause bleiben. Ja, dann werde ich mich krank schreiben und nicht die Arbeitskolleginnen und Kollegen im Büro anstecken. Wenn ich mich nicht wirklich krank fühle, also quasi eine Art grippalen Infekt habe, so wie das früher mal war, ja, dann werde ich vielleicht durchaus ins Büro gehen. Das heißt, letztlich Eigenverantwortung, wie geht es mir, habe ich keine Symptome, milde Symptome. Letztlich werden wir da hingehen. Da brauche ich dann tatsächlich keine Quarantäne, sondern Eigenverantwortung. Und ich glaube, es geht wirklich mehr und mehr in Richtung Eigenverantwortung. Ob das zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Idee ist, da möchte ich ein kleines Fragezeichen dahinter stellen. Warum? Wir sind jetzt ganz eindeutig am Steigen der Infektionen. Mhm. Wenn wir jetzt die Quarantäne, sagen wir, in Kürze aufheben, dann zwangsläufig wird das zu vermehrten Infektionen führen. Was wir eigentlich nicht brauchen können, was wir vorhin besprochen haben, wegen vermehrter dann doch Infektionen und daher auch durchaus Krankenständen und auch in den Spitälern. Das heißt, vielleicht sollten wir diese Idee noch ein klein bisschen verschieben. Mhm. Irgendwann werden wir es tatsächlich machen müssen und Corona wie eine Grippe behandeln. Mhm. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die vierte Impfung. Und man sieht seit ein paar Tagen, seit Wien es für alle Altersgruppen freigegeben hat, dass auch was im Gang gekommen ist. Es war erstmals wieder viele Leute.
Aber wie gibt es das, dass eigentlich in den Hochrisikogruppen, also selbst bei den über 80, über 85-Jährigen, wir nicht einmal 3% Impfquote zustande gebracht haben, während Deutschland zum Beispiel bei den über 60-Jährigen 20% Impfquote hat, die jetzt auch nicht unbedingt eine STIKO haben, die also eine ständige Impfkommission, die extrem proaktiv ist. Hat man den Leuten das einfach nicht vermittelt? Ja, also ich glaube, das ist eine Kommunikationssache, wo ganz klar Verbesserungsbedarf ist. Ich kenne einen Spot der Bundesregierung, der jetzt überall gespielt wird. Also ich glaube, der wird es nicht bringen. Also es bedarf da schon einer klaren Kommunikation, gerade auch in diese Altersgruppen, dass die tatsächlich gefährdet sind, selbst mit einer Omikron-Untervariante schwerer zu erkranken. Ich kenne persönlich solche Leute und für die wäre tatsächlich eine Impfung, eine vierte Impfung zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut, um sie vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen. Ich habe vorher so auch auf Übergewicht gedrängt, weil mir viele Spitalsärzte sagen, dass man in Österreich zu wenig wisse, wer eigentlich wirklich Risiko ist. Und die haben ziemlich viele, selbst jüngere, Übergewichtige durch die gesamte Pandemie immer wieder auf der Intensivstation gehabt. Peter Klimek hat geschätzt, 2 Millionen Menschen in Österreich fallen unter Risikogruppe. Hat man es da verabsäumt, den Menschen klarer zu machen, wer eigentlich Risiko ist, weil alle eben nur glauben, es sind 100-Jährige? Ja, also das könnte man noch einmal besser definieren und den Menschen sagen. 2 Millionen halte ich für wahrscheinlich etwas zu hoch gegriffen. Übergewicht, also wenn man mich anschaut, ich weiß nicht, gehöre ich nicht dazu. BMI von 30 ist festgelegt, ob das jetzt für jeden so gilt oder nicht gilt, also, wissen wir natürlich nicht. Also wir wissen, das war es, wir wissen, das haben Sie angesprochen, seit Beginn, ja, also mit dem Wildtyp-Virus von Alpha bis Delta und jetzt auch Omikron, deutliches Übergewicht, ja, aber ich möchte schon sagen, deutliches Übergewicht ist tatsächlich ein sehr bekannter Risikofaktor. Quer durch alle Altersgruppen. Und zwar quer durch alle Altersgruppen. Also es gibt schwer übergewichtige junge Menschen, die ebenfalls schwer an Corona, inklusive auch an den Omikron-Varianten, erkranken. Ja, gut, dass wir die Möglichkeit hatten, das mal hier klar auszusprechen. Und Bluthochdruck und Diabetes. Bluthochdruck, Diabetes, all die anderen Dinge selbstverständlich auch. Jetzt sagen natürlich viele Leute, naja, ich war 3-mal geimpft und dann habe ich mich trotzdem angesteckt. Also wozu soll ich mich jetzt ein 4. Mal impfen lassen? Damit ich keinen schweren Verlauf habe, wenn ich einer Risikogruppe angehöre. Ja. Die anderen können es so machen wie ich. Ja. Also ich habe meine dritte Impfung war im November des Vorjahres. 6 Monate danach, jetzt Anfang Juni, bekam ich Corona. Milder Verlauf, ein Tag 37,5 erhöhte Temperatur, ein paar Tage Husten, ein bisschen müde gewesen die ganze Zeit. Am 8. Tag habe ich mich freigetestet und das war's. Also man kann es darauf ankommen lassen. Dann braucht man keine vierte Impfung. Also ich zähle mich zu keiner Risikogruppe. Und es war nicht wirklich tragisch. Da hatte ich früher grippale Infekte anderer Ursache, die wesentlich schwerer verlaufen sind als jetzt diese Coronavirus-Infektion. Aber noch einmal, Risikogruppen, ältere Menschen, immungeschwächte Personen, die sollten sich tatsächlich jetzt impfen lassen, denn bei denen muss es nicht so glimpflich ausgehen. Gut, dann noch zum Abschluss. Was erwarten Sie für einen Herbst? Weil jetzt sind viele überrascht, dass wir eine Sommerwelle haben. Wir hatten ja im Sommer 2020 so gut wie gar keine Fälle. Im Sommer 2021 wenige Fälle und jetzt eben viele Fälle.
Ja, also das hat ja seinen Grund, nicht? Also von in den verschiedenen Varianten dieses SARS-Coronavirus 2, von Wildtyp bis Delta, bei diesen Varianten war es einfach so, dass tatsächlich die Impfung besser gewirkt hat. Alle Omikron-Untervarianten, die wir jetzt hatten, sind wesentlich flexibler. Ja? Das heißt, sie entziehen sich unserem Immunsystem deutlich besser. Das heißt, zurückliegende Impfungen oder Ansteckungen mit anderen Varianten schützen nicht mehr ausreichend gegen eine Infektion mit einer dieser Omikron-Untervarianten. Und dieses Virus ist eben laufend im Stande, jetzt neue Omikron-Untervarianten hervorzubringen, wo wir genau das gleiche Spielchen sehen. Also, die Impfung gegenüber dem Wildtypstamm hilft vor schweren Infektionen, aber nicht vor Ansteckung oder nur kurze Zeit vor Ansteckung. Aber man kriegt dann einen besseren grippalen Infekt und das sollte es dann eigentlich gewesen sein. Das ist in etwa die Lage, aber so wird es auch weitergehen. Das heißt, die Impfung, es wird darauf ankommen im Herbst, ob wir nach wie vor BA5 und BA4 als die dominierenden Varianten haben oder ob wieder eine neue Variante daherkommt, die sich durchsetzt. Mhm. Das wird der springende Punkt sein. Wenn es nach wie vor BA5 und BA4 sind, dann haben wir jetzt relativ viele Infektionen. Ja? Das heißt, dann haben wir im Herbst noch eine halbwegs gute Immunität, sagen wir mal, die Bevölkerung als Ganzes genommen. Wenn im Herbst und Winter wieder eine neue Omikron-Untervariante kommt, wird das nicht der Fall sein. Dann wird sehr wohl wieder die Gefahr bestehen, dass wir uns anstecken. Aber wenn es eine Omikron-Untervariante ist, dann sollte der Verlauf nach derzeitigem Wissen eher mild sein. Gut, dann hoffen wir das doch einmal. Dann danke, Professor Nowotny. Sehr gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.